Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Heute ist Montag. Montag ist wie immer einer der schönsten Tage dieser Woche. Letztens, es ist schon eine Weile her, saß ich mit ein paar Kumpels zusammen und haben wir uns unterhalten über Kunden. Und Kalle, das ist so ein Schlitzohr, von dem können wir sehr, sehr viel lernen an dieser Stelle. Denn Harry fing irgendwann an zu erzählen von König Kunde. Und total genervt über diesen König Kunde, der ständig nur Forderungen stellt und dem man nie etwas recht machen kann und von dem er einen Haufen Leute in seinem Geschäft hat, die er als König Kunde sehr gerne bezeichnet. Und der Kalle, der fing da schon an zu grinsen, als Harry das erzählt hat. Und dann sagt der Kalle, du, bei mir ist das total anders. All das, was wir tun, was ich tue in meinem Unternehmen, da stelle ich mir einfach vor, wie mein Lieblingskunde, was der denn gerne hätte. Und dann kreiere ich und tue und mache alles für meinen Lieblingskunden. Und das Erstaunliche ist, ich habe ganz, ganz viele Kunden, die kommen einfach bei mir ins Geschäft und schauen sie das an. Das braucht denen auch gar nicht mal so richtig gut gefallen und nicht mal den Geschmack getroffen zu haben. Sagen wir, Mensch, Kalle, was du hier gemacht hast, das ist einfach super schön. Das gefällt mir toll. Und wir können ganz einfach, oder wenn ich komme, kann ich einfach spüren, mit wie viel Liebe und wie viel Engagement du das hier machst. Und da freue ich mich natürlich drüber. Und ihr könnt euch das vielleicht gar nicht vorstellen. Da kommen so tolle Gespräche zusammen. Und die tollsten und erfolgreichsten Angebote, die ich in meinem Leben erschaffen habe, die sind oft aus diesen Gesprächen mit meinem Lieblingskunden entstanden. Das ist echt cool. Und da passiert noch irgendwas ganz Tolles. Da kommen auf einmal Menschen zu mir, die habe ich noch nie gesehen. Und die sagen zu mir dann, also das ist ja super toll hier, was Sie alles haben. Und ein Bekannter von mir hat unbedingt gesagt, also ich darf unbedingt mal zu dem gehen, weil der so tolle Sachen hat. Und irgendwie werden diese Kunden bei mir immer mehr. Und ich gucke dann so in die Runde und gucke den Harry an und der Harry, der war richtig nachdenklich. Und dann sagt er der Harry zu dem Kalle, mal Kalle, du spinnst doch. Das kann doch nicht sein, dass du nur, weil du für deinen Lieblingskunden irgendwas tust, dass du nur noch Lieblingskunden hast. Und dann sagt Kalle, nö, so nur Lieblingskunden habe ich nicht. Da kommen auch mal so ein paar vorbei, die glauben, dass sie König Kunde sind. Nur das sind so wenige, die nehme ich gar nicht wahr. Ich nehme nur meine Lieblingskunden wahr. Und für die tue ich alles, dass denen das richtig gut geht. Mach deine Sachen für deine Lieblingskunden, mach alles für Menschen, die dir gut gefallen und dein Leben wird viel schöner. Liebe Grüße, dein Henning.